Mr. Frico! Ja, hallo meine geilen Sportsfreunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Let's Zock-Folge hier mit Forza Horizon 2. Ich hab's euch ja versprochen in der letzten Folge von Forza Horizon, dass wir heute das Finale machen. Das Horizon-Finale ist endlich dran. Ja Leute, ich kann euch mal zeigen meine Statistiken. Ich hab's schon so relativ weit gebracht, aber... Ich habe ja gesagt, ich will es auf 100% bringen. Ich habe 98,5. Ein paar Rennen sind noch zu fahren. Die werde ich ja auch easy, wahrscheinlich easy abschließen können. Die Sache ist aber hier. Entdeckung. Straßen entdeckt. Mir fehlen zwei verpisste, popelige, kleine Kackstraßen. Das Gute ist ja, dass man... Also mir fehlten noch so, weiß nicht, mir fehlten noch 50 Stück. Dann habe ich die alle abgefahren. Man sah das dann hier auf der Karte, dass hier an manchen Stellen von der Straße noch so, dass es dann nicht, dass es ein bisschen ausgegraut war. Das heißt, man hat das direkt erkannt und ist dann einfach kurz dahin gefahren. Und dann, wenn man die Straße voll entdeckt hatte, dann war die dann so, ja, so wie jetzt, halt so weiß, hellmäßig, ne? Das Problem ist, mir fehlen noch so zwei kleine. Ich kann auch hier den Filter einsetzen. Ich kann alles wegmachen, dass ich das komplett die Straßen hier sehe. Aber... ich habe hier schon bestimmt insgesamt eine halbe Stunde rumgesucht und ich habe die nicht entdeckt. Die letzten zwei kleinen Stücke, die mir fehlen. Ich sehe es einfach nicht, Leute. Ich sehe es nicht. Irgendwo sind noch zwei kleine Straßenecken, die nicht, die noch ausgegraut sind. Irgendwo. Und ich sehe es nicht. Die ich noch nicht gemacht habe. Können wir da erstmal Rad 1 machen, würde ich sagen. Und danach kommt dann das Finale. Ich weiß nicht, wie das Finale aussieht, ob das vielleicht mehrere so Meisterschaft-mäßig ist, dass man mehrere Rennen fährt und dann das mit Punkten ist, so Grand Prix-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja meistens so dann immer im Finale, oder ob das halt nur ein Rennen ist, ne? Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir machen hier trotzdem noch kurz ein Rennen. Street Rivals. Mit irgendeiner geilen... ja, mit... weiß ich nicht. Komm, nehmen wir den noch hier. Den BMW M3. Schön, schön. Wieso ich den lila gefärbt habe, weiß ich auch nicht. Leute, das kann ich euch leider nicht erklären, warum ich so bescheuert war. So, ich habe ja heute mal keinen Kaffee, ist schon spät. Ich habe mir Tee gemacht. Es ist schon wieder ein bisschen kälter draußen, verstehe ich nicht, ey. Letzten Tage war so geil und jetzt schon wieder so ein Dreckswetter. Ich kack doch ab hier. Friert man schon wieder ab in der Bude. Kann man schon wieder grünen Tee trinken. Für die Verdauung. Ah, also nicht, dass ich Verdauungsschwierigkeiten hätte, ne? Aber so im Fitnessmodus, wenn man im Fitness macht, dann kann man das auch mal gut trinken, ne? Wenn man so ein bisschen ein auf Diät macht. Let's go. Ich muss die Musik noch ausmachen. Wie geht denn das hier? Ich hab schon wieder vergessen. Ah, so. Radio aus. Nicht gut für Gamma, ne? Die kommt da wieder an hier und will Geld haben oder so von mir. Von meinen zig Millionen hier, von YouTube Money. Wollen die wieder richtig Kohle abkassieren. Ach man, ich voll ärgerlich. Ich will diese 100% knacken. Aber ich finde einfach diese zwei letzten Popelstraßen nicht. Das ist echt bitter. Oh Leute, habt ihr das gesehen hier? Need for Speed, ich freue mich so drauf. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt hier. Letztes Mal schon, ne? Ich freue mich so auf das neue Need for Speed, was Ende des Jahres kommt, ey. Ihr glaubt das nicht. Das ist ja, ist ja so ein bisschen angelehnt wieder an die früheren Teile, also Underground, ne? Mäßig. Ich habe richtig Bock drauf. Schön Tuning. Oh, ich habe mir den Trailer angeguckt von der E3. Oh Mann, ich will das zocken. Ich habe so Bock drauf. Ich bin ja so ein Rennspiel-Fan, ne? Oh, ich will das unbedingt suchten. Was haltet ihr denn davon von Need for Speed? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr auch scharf drauf, ey? Also ich habe übelst Bock drauf. Gerade weil wieder mit Tuning und so. Das macht schon Bock. Und so Underground Rennen am Start sind. Das ist schon cool. Ich habe Bock drauf. Komm schon, jetzt vielleicht kommen wir noch mal ran. Vielleicht können wir uns auch noch einen dritten Platz sichern hier. Irgendwie so. Komm, komm, komm. Sogar noch den zweiten. Ah, ja. Komm, sogar noch den zweiten. Alter, hau ab. Muss man mal abdrängeln hier gegen eine Laterne. Aber den werden wir nicht mehr kriegen, glaube ich. Der ist weg. Oder? Ah, jetzt haut der bestimmt ab. Komm schon. Windschatten, Windschatten, Windschatten.
Eine Kurve noch, aber wir werden es nicht schaffen. Nee, der ist... Alter, wieder wegzieht, ey. Was geht bei denen? Mit dem Turbo angeschmissen hier. Nitro bestimmt. Ist doch fake hier, die Karre. So. Oh, wir sind auch bald Rang 500. Da kriege ich Goldstatus, ey. Hammer. Ja. So, das mache ich nicht. Kein Bock drauf. Am Anfang habe ich das immer gemacht. So nach 10 Mal habe ich es dann immer sein lassen. So, oh Leute, ich würde sagen, ab geht's zum Finale. Horizon Finale. Den letzten Weg fahre ich jetzt nochmal so. Einfach nochmal so das Zelebrieren hier. Vielleicht finde ich ja nochmal die fehlende Straße. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier war ich schon überall. Eigentlich, hundertprozentig. Die Sache ist, man muss natürlich auch, um die Straßen zu kriegen, auch genau auf der Straße fahren. Ne? Sonst kriegt man es ja auch nicht. Sowas nervt mich dann irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man schon die 100% machen will und wegen sowas, so einer Kleinigkeit, das dann nicht schafft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, ob ihr da auch so seid, ob ihr dann, wenn ihr es wollt, es machen wollt, das dann, und dann unbedingt das machen wollt und euch dann voll ärgert, wenn ihr es nicht schafft. Und bei mir ist das immer so, ey. Wenn man was perfekt machen will und das dann nicht klappt. Das ist ja auch in anderen Dingen so, ne? Überall im Leben ist das ja so. Wenn man irgendwas, eine Aufgabe perfekt machen will und es dann nicht so hinkriegt, wie man es gerne hätte. Das ist halt so, ne? Die ganzen Fahrspaß, Listen, Stunts habe ich auch schon alle gemacht. War eigentlich doch relativ einfach. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Einige Sachen musste ich 2-3 Mal probieren, aber dann ging es auch. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt dann doch. Egal, ab zum Finale. Auf geht's. Mal gucken, was hier los ist. Ich weiß nicht, wie das abgeht hier. Auswählen. Stand jetzt Jaguar drunter. Fahren wir das Rennen jetzt mit dem Jaguar? Ich hoffe nicht, weil das ist zwar ein cooles Auto, aber nicht unbedingt das schnellste, ne? Also es gibt natürlich schnellere. Oh, jetzt fahre ich das echt mit dem Auto. Was muss ich denn hier machen? Okay. Aha. Fahre ich das wirklich mit... Ja gut, fahre ich es halt mit dem Auto. Aber anscheinend wurde das angepasst, dass meine Gegnerautos dann genauso stark bzw. schwach sind wie meins. Dann ist es ja in Ordnung. Schaffst das. Okay, ich schaff das. 2 Runden. Mal gucken, wie lang ist so eine Strecke. Bestimmt richtig lang jetzt, oder? Aber es scheint ein ganz normales Popelrennen zu sein. Ich hätte echt gedacht, da kommt jetzt was Heftigeres. Naja, egal. Einfach mal hier vorbeiziehen. Zack. So macht man das hier als Profifahrer. Oh shit, shit, shit. Ich bin mega Profi. Ich bin Profi, Leute. Bleibt ruhig. Alter, wo lang? Was für eine Street. Shit, Leute, mein Telefon klingelt. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Sorry, meine Schwester hat angerufen. War was Wichtiges wegen morgen. Wir wollen ein bisschen feiern gehen. Und da waren noch kurz ein paar Absprachen, weil sie kommt ja nicht von hier. Sie wohnt ja ein bisschen weiter weg. Dann muss sie hier pennen und so. Muss man alles noch ganz kurz klären. Aber jetzt kann es weitergehen. Alles im grünen Bereich. Mal wieder habe ich länger nicht mehr, weil wir wollen ein bisschen... Da ist meine anderen Arbeitskollegin. Mit meiner Arbeitskollegin, meiner Schwester. Warum bremse ich denn hier? Warum bremsen die denn da? Kapiere ich jetzt nicht. Oh, was für eine Megastrecke. Voll geil. Also, da wollen wir halt feiern gehen, weil wir haben ja unsere Prüfung bestanden. Mein Arbeitskollegen hat ja auch ihre Prüfung. Und da wollen wir halt das Bestehen ein bisschen feiern. Hier eine Early Disco. Und dann ist das alles gut, ne? Aber wir sind gut dabei. Ah, oder sind es jetzt rum hier? Jo, okay, das war die Runde. So 4 Minuten. Das Ganze jetzt nochmal und dann ist das doch in Ordnung. Wir haben auf jeden Fall gewinnen hier, denke ich. Wenn wir jetzt keinen schweren Fehler begehen, weil wir sind ja jetzt auch Erster. Wieso sollten wir dann gleich noch abkacken, ne?
Denken wir, das funktioniert. Ey, du Lappen. Er gibt auch keine Ruhe hier, dieser Mr. Green. Hey, Mr. Green. Oder wie war das, diese Werbung damals im TV? Gibt es hier eigentlich immer noch diese Werbung? Ich gucke ja kein TV mehr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es diese nervige Werbung immer noch gibt. Das Finale hätte aber auch ein bisschen mehr mit Karacho sein können, ne? Wisst ihr, was ich meine? So wie diese Schaurennen. So zum Beispiel, so richtig, so mit einem fetten Kracher hier mal irgendwas. Das ist einfach nur so ein Rennen fahren, ich verstehe das nicht. Hätten sie echt mehr machen können. Ja gut, das soll ein bisschen Simulation sein, natürlich. Ne, das soll ja hier jetzt nicht so ein Arcade-Racer sein, wo hier mega die Action da was explodiert oder da was explodiert. Das ist mir schon ganz, ist schon ganz logisch, ne? Aber ein bisschen mehr hätte es schon sein können. Für so ein Horizon-Finale. Wo man ja die ganze Zeit in dem ganzen Spiel darauf hinarbeitet, ne? Auf dieses Horizon-Finale. Ich weiß nicht, ich spiele das Spiel, glaube ich, schon 50, 60, 70 Stunden. Versuche jedes Rennen zu gewinnen. Und dann sowas. Naja, was soll's. Alter, überholt er mich ja einfach. Ich glaub's nicht. Oh, sorry. Scheiße. Er versucht's. Er greift an. Oh, gleich kommt er. Ja, gleich kommt er. Scheiße. Oh, wir müssen aufpassen. Aber guck mal, er bremst. Warum bremsen die denn? Ich verstehe das nicht. Nur weil da so ein paar rote Pfeile sind. Warum bremst man denn da? Kapiere ich nicht. Hm. Blitzer war doch da auch nicht. So, jetzt haben wir es gleich. Eine Minute? Nee, nicht mehr eine Minute. Ein paar Sekunden noch. Ah, da ist es. Wir haben es. Wir haben es. Die erste Runde war, glaube ich, die erste Runde war sogar schneller. Glaube ich also nicht. Oh, wer geht denn da? Geile Püppi. Eine geile Olle am Start hier oben. Jawohl, schön gewonnen. Horizon Champion. Genauso werde ich genannt, Leute. Oh, fette Punkte. Sehr gut. Fette Punkte, immer her damit. Oh ja, drei Level auf einmal. Habe ich auch noch nicht gehabt. Zwei schon, aber drei noch nicht. Yes. Danke, Mann. Fetter Pokal. Yes. So sehe ich also aus. Oh, geil. Credits hier oder was? Jo. Ah, das hatten wir ja schon mal. Ach ne, das war bei den Fast and Furious Teil. Ja, Leute, wir haben es sozusagen durchgespielt. Ich habe ja noch nicht alle Rennen fertig, noch nicht alles komplett hundertprozentig abgeschlossen, aber die Hauptstory haben wir durchgezockt. Dann würde ich jetzt auch das... Ja, ich würde jetzt eigentlich dabei belassen hier mit Forza Horizon 2. Ich lasse hier noch die Credits runter scrollen. Ich muss das leider per Hand machen, kennt man ja schon. Aber das machen wir in Schnelldurchlauf. Einfach nochmal an Gedenken an dieses epische Spiel. Ich verabschiede mich. Gebt doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dürft mir auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Ciao.